1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht, wir sind zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wie immer, freitags eine offene und freie Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Monika und Monika ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Monika. Und zwar wollte ich eigentlich gestern gesprochen haben, da ging es ja, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Genau, das war unser Thema gestern, ja. Ja, und zwar, was mich halt mein Leben lang begleitet hat, ist 1964 habe ich in Heimersdorf gewohnt mit meinen Eltern und die Schule war in Köln-Volkhoven. Mhm. Wir fuhren jeden Tag mit dem Bus dahin, meine 12-jährige Schwester und ich war 10. Mhm. Und an dem Tag, das war im Juli 1964, hörte ich im Klassenzimmer, wir sagen gerade, Jaro, alter Schimmel, Jaro, furchtbares Schreien. Und Moment, hab ich nicht verstanden. Du hörtest ein furchtbares Schreien. In deinem Klassenzimmer? In dem Klassenzimmer. In dem du warst, oder wo? Genau, da wo ich war. Das waren, weil die Schule zu klein war, hatten wir so mehrere Baracken. Ja, und du hörtest das Schreien aus einem anderen Klassenzimmer? Ja, vom Schulhof. Vom Schulhof, ach so. Vom Schulhof. Mhm. Alle Kinder hörten das. Wir sind zum Fenster gerannt und sahen Kinder, die liefen da rum mit brennenden Haaren, brennenden Kleider und ein Mann hinterher mit einem Flammenwerfer. Und na, du warst auf dem Schulhof? Ich war in der Klasse und guckte auf den Schulhof. Und wo war der Mann mit dem Flammenwerfer? Auf dem Schulhof. Also ein paar Ach, auf dem Schulhof? Entfernt. Und er hatte dann auch ein Fenster zerschlagen und den Flammenwerfer in die Parallelklasse gehalten. Mhm. Und meine Schwester stürzte raus. Sie ist hingefallen und er hat sie im Liegen mit dem Flammenwerfer regelrecht gegrillt. Deine Schwester? Meine Schwester. Und ich wollte rausrennen und die Lehrerin hat mich zurückgehalten. Wir sollten uns hinsetzen und flach auf den Boden legen. Ja. Und ich habe mich losgerissen. Bin rausgerannt und bin über die Lehrerin Ursula Kur gestolpert. Die hatte zwei Speere im Bauch, war im 7. Monat schwanger mit Zwillingen. Und der ganze Körper war so rot, als wäre sie in Farbe getaucht. Die hatte zwei Speere im Bauch? Ja, die hatte der Attentäter ihr wohl vorher reingerannt. Die war nicht verbrannt, sondern sie war mit diesen Speeren. Also ich kann mich da ganz vage dran erinnern. Das war ist ich doch schon sehr lange. Ja, ja, ich weiß, da war ich Kind und diese Geschichte ging damals ganz groß durch die Presse. Und wir hatten alle Angst, auch in der Schule, dass uns so etwas passieren. Genau, weil diese Baracken, ich meine, die standen, wo die Schulen klein waren, eine Zeit lang. Aber was ich gerade nicht richtig verstanden habe, ist dieser Mann mit dem Flammenwerfer in die Klasse eingedrungen oder hat er auf dem Schulhof... In die Klasse? Und zwar in die, der hat die Scheiben zerschlagen und den Flammenwerfer reingehalten. Vom Kinder, Schulhof aus? Genau. Die Kinder sind in Panik rausgerannt, so auch meine Schwester. Ja. Und dann hat er die auf dem Schulhof verbrannt. Bis wir das auch erstmal realisierten, weil man hört nur das Schreien und man sieht die brennenden Kinder. Das, ist deine Schwester ums Leben gekommen dabei? Die ist ja, ich habe dann gesehen, als ich rausrannte und über diese Lehrerin kletterte, über die Ursula Kur, die ja am Sterben vor mir lag. Mhm. Über die roten Beine, und das war ganz schlimm auch, das Blut dann überall, da war meine Schwester schon, da habe ich sie gesehen, da war sie ganz schwarz, da hat sie nicht mehr gebrannt. Und sie hat auch nicht mehr geschrien, der ganze Körper war schwarz, das rote Kleid war schwarz. Ja. Ist deine Schwester ums Leben gekommen dabei? Sie ist eine Woche später gestorben, 95% der Haut. Mein Vater hat das Krankenhaus gesehen, sagte nur ein Klumpen Fleisch und eine Pumpe drin. Ja, also war schon furchtbar und insgesamt sind 8 gestorben. Mhm. Ich habe auch gesehen, wie die anderen Mädchen und ein Junge ist auch gestorben, schön verbrannt wurden. Und was hören wir da im Hintergrund? Das ist eine Katze von mir. Ach so. Das ist eine Katze. Merlin. Und das ist ja der absolute Horror. Du siehst, wie deine eigene Schwester vor deinen Augen verbrennt. Du siehst, wie andere... Ich habe damals immer noch gedacht, sie könnte überleben, weil ich habe 10 Jahre. Ja, ja, das ist ein unfassbarer Schock, ist das ja. Obwohl ich doch immer wusste, dass sie im Grunde nicht überleben kann. Denn als ich nach Hause rannte, da hat meine Mutter natürlich unheimlich nach meiner Schwester gefragt, wo ist sie und so. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, sie ist nur voll Ruß. Aber ich wusste, es war gelogen. Weil sie war auch so unheimlich lieb, da habe ich auch im Krankenhaus nachher gesagt, man sagt uns nicht, wir können sie abholen.
das ist doch das Lieblingskind und so, weil die total lieb war. Mhm. Und an dem Morgen hat sie zu mir gesagt, Monika, wenn ich tot bin, tu mir rote Rosen aufs Grab. Ach, sie konnte noch sprechen danach? Nein, davor. Einfach so, hat sie es gesagt? Im Bus, ja, als sie sich von mir verabschiedet. Einfach mal so, als, einfach so. Als hätte sie es geahnt. Als hätte sie es geahnt. Es war ein ganz normaler Morgen und deine Schwester sagt zu dir, wenn ich mal tot bin, dann lege mir das und das aufs Grab. Genau, tu mir rote Rosen. So, und die hat auch die letzten zwei Nächte immer Angst und hat bei mir im Bett geschlafen, als wenn man doch eine Ahnung hat, innerlich, ohne dass jetzt ein Grund voran gewesen wäre. Nicht. Aber so, das ist ja für einen, das ist ja, du warst zehn Jahre alt, hast du. Das ist ja der absolute Schock, das absolute Traumata für ein Kind, wenn ein Kind so etwas mitbekommt. Ja, eine Woche lang lief bei uns Ave Maria mit Mario Lanza. Ich kann die Platte heute, ich krieg Gänsehaut, muss weinen, wenn ich die höre. Weil meine Mutter wünschte sich ja, dass das Mädchen überlebt. Ist doch klar. Und alle wünschten wir uns, dass wir waren 7 Kinder. Und das Mädchen ist aber nie mehr zu Bewusstsein gekommen. Doch. Doch. Sie wollte sogar auf die Kranken, die haben uns gesagt, die Krankenschwestern, ich habe auch später eine Krankenschwester getroffen. Ich bin Arzthelferin und habe der Frau später mal zufällig Blut abgenommen. Und da sagte sie, die Kinder, die war zu Bewusstsein gekommen und wollte dann unbedingt zur Toilette gehen und wollte nicht auf die Pfanne. Aber die hatte natürlich, stand sich sehr stark unter Morphin, meistens. Die kriegen ja die Haut weggenommen. Ein Mensch ohne Haut hat keine Identität. Also später wusste ich das, damals wusste ich das alles nicht. Wie lange hast du gebraucht, um einigermaßen wieder auf eine Lebensbahn zu kommen? Ich weiß nicht, ich habe sehr viele Gedichte über den Tod gemacht. Bitte? Sehr viele Gedichte über den Tod, weil im gleichen Jahr ist auch mein Vater Heiligabend gestorben, meine Mutter auch ein bisschen später Heiligabend. Und ich habe sehr viele Gedichte geschrieben als Kind. Moment mal, in dem Jahr ist auch noch dein Vater Heiligabend gestorben. Warum? Dem ging es plötzlich schlecht danach und... Was für ein Unglück für eure Familie damals. Ja, und meine Mutter war noch schwanger. Weil sie einen Ersatz wollte für die tote Schwester. Ne? Also, wie lange hast du gebraucht, um... Also ganz, sagen wir mal, denn die Narben bleiben. Und wenn man jetzt was hört, was so ähnlich ist, dann denkt man immer, dass es immer schon so schlimme Menschen gab. Aber dieser Herr Seif, also man hat es niemals verstanden, weil ich kenne auch die anderen Familien und die waren nie mehr so wie vorher. Bist du damals, gab es sowas damals, seid ihr Kinder psychologisch betreut worden? Nein. Nee. So was gab's dann gar nichts, überhaupt nichts. Ich konnte jahrelang nachts nicht schlafen. Das heißt, jeder musste das irgendwie mit sich selbst ausmachen. Genau. Ich litt unheimlich unter Schlafstörungen und wir konnten uns das gar nicht erklären. Aber bist du denn im Nachhinein in irgendeiner Weise seelisch erkrankt, dass man das darauf zurückführen kann vielleicht? Nein, kann ich sagen. Aber sagen wir mal, ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch geworden. Und ich habe mich auch sehr viel mit dem Sterben auseinandergesetzt. Ich habe dann lange Zeit mal Krebspatienten betreut und so. Aber sagen wir mal, die Familie, die war nie mehr so wie vorher. Meine Mutter, die war danach schwer depressiv. Und in den anderen Familien, da wurde eine Frau Alkoholikerin, da wo die Tochter gestorben ist, die ich auch gesehen habe. Wie viele Kinder insgesamt sind gestorben? 8 sind gestorben, ein Junge, 7 Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren. Ja, ich weiß heute noch alle Namen, alles. Eine furchtbare Katastrophe. Das war eine furchtbare Katastrophe. 1964 in Köln. Ja. Was ist aus dem Täter geworden? Der hat sich ermordet mit Rattengift. Auf dem Feld. Der ist geflüchtet, Polizei hinterher und dann hat er das getrunken. Achso. Hat man was ist mit einer Katze los? Die ist ja ganz jeck. Das ist ein Siamese. Ja gut, das reicht mir noch nicht als Erklärung. Warum quietscht die immer zu? Ja, die reden. Achso. Redet immer. Achso, die reden immer zu. Ja. Keine Ahnung, ich bin kein Katzenkenner. Ja. Hat man damals was rausbekommen über den Hintergrund dieses Mannes? Ja, also der wollte wohl mehr Rente haben. Soll schizophren oder zumindest eine Kopfverletzung gehabt haben und wollte sich am Staat rächen. Wie alt war der Mann damals? Ich glaube so um die 40. Um die 40. Und ich habe später erfahren, dass seine Frau, die Frau Seifert, mit ihrem neugeborenen Baby, das gestorben ist bei der Geburt, die lag auf dem gleichen Friedhof wie meine Schwester und die anderen Opfer, wo sie auch heute noch liegen. Da ist so eine Gedenkstätte auch, nicht? Die Gräber werden nicht aufgelegt. Und vielleicht hat er dadurch irgendwie Kurzschluss gehabt und hat an diesem an diesem Flammenwerfer gebastelt. Der hatte über Monate sich selbst zusammengebastelt. Aber der kannte ja auch teilweise die Opfer. Unfassbar. Unfassbar. Es war unfassbar. Existiert das Grab deiner Schwester noch? Ja. Alle 8 Kinder liegen in einer Reihe in Köln-Weiler auf dem Friedhof. Und da ist auch so eine kleine Säule. Ach so. Eine kleine Gedenkstätte dann. So eine kleine Gedenkstätte. Und gehst du öfters hin? Seitdem das Grab meines Vaters da nicht mehr ist, selten. Ich träume oft davon, aber ich denke, man hat die Menschen im Herzen. Natürlich, ja. Und das ist, und man vergisst es halt nicht. Ne? Nie. Niemals. Und das ist halt, wenn heute schlimme Dinge geschehen, dann muss man einem daran denken, dass es das immer schon gab.
Liebe Monika, ich danke dir für dein Vertrauen, dass du mir das erzählt hast und hier angerufen hast. Das ist wahrscheinlich für dich auch immer wieder von neuem schwer, das zu erzählen. Wenn ich konnte früher, die ersten Jahre, ich habe erst vor kurzem darüber gesprochen überhaupt. Ich habe früher darüber niemanden geredet. Ich weiß auch nicht, keiner von uns in der Familie, das wurde so richtig verdrängt irgendwie. Wenn dir das jetzt sehr zu Herzen gegangen ist, das Gespräch, biete ich dir sehr gerne noch ein Nachgespräch mit meiner Psychologin an. Nein, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung, okay. Ja. Okay. Dann danke ich dir sehr herzlich und wünsche dir alles Gute. Ebenso. Danke sehr, auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen oder ihr mailt domian@wdr.de. Hier ist Sabine. Sabine ist 42. Hallo Sabine. Ja. Sabine, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Erstmal möchte ich dir sagen, die siamesischen Katzen nennt man die sprechenden Katzen, deswegen war die so laut. So, jetzt habe ich wieder was gelernt. Ist ja. Das so? Reden siamesische Katzen immer? Also reden, also jaulen die, nein, wie sagt man? Nein, man kann die verstehen, was die wollen. Ich verstehe. Man kann sich also gut mit denen unterhalten. Ja. Ja. Okay. Aber das ist gar nicht mein Thema. Sag mal, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein. Du klingst so irgendwie weit weg und nicht. Geh mal ein bisschen näher noch mit dem Hörer ans. Ja, bist du besser? Wir wollen das mal so versuchen, ja. Ja, und zwar geht das darum, ich werde von meinem Sohn verprügelt. Also ich habe zwei Söhne, ne? Wie alt ist der prügelnde Sohn? 16. Und der andere Sohn? Der ist 13. Und beide Jungs wohnen bei dir? Ja. Und es gibt keinen, der Vater lebt nicht mit euch zusammen? Nein. Du bist alleinerziehend? Ja. Ja. Und der 16-Jährige, der will immer Geld von mir für Drogen haben. Mhm. Und was ich geben kann, das tue ich ja auch. Wie viel gibst du dem denn so pro? Ja, der wollte heute zum Beispiel 60 Euro haben. Und jetzt ist ja auch Pfingsten und so und da konnte ich das nicht, ne? Und was für Drogen kauft er sich? Das weiß ich nicht genau. Das ist immer dieses Gras oder so, wie sich das nennt, was man so in eine Zigarette reindreht. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er noch was anderes nimmt, das weiß ich gar nicht. Und du gibst ihm immer, wenn du Geld hast? Nein, wenn es irgendwie geht, versuche ich das. Aber warum? Weil er mich sonst schlägt. Wie oft hat er dich schon geschlagen? Jetzt 3 oder 4 Mal. Wie schlägt dein Sohn dich? Ja, heute war es zum Beispiel so heftig, dass ich total verprügelt worden bin und... Heute? Ja. Was hat er genau gemacht? Er hat gesagt, gib mir einfach das Geld und ich habe gesagt, nein. Naja, und dann hat er mich so verprügelt, der hat mich so verprügelt und mein kleiner Sohn, der hat einfach nur daneben gestanden und... Wie hat er dich denn... Als ich auf der Erde gelegen habe, hat mein kleiner Sohn in mich reingetreten. Ich komme da nicht mehr gegen. Moment. Der kleine Sohn hat auch noch in dich reingetreten? Ja. Und ich glaube auch, dass ich 2 Rippen oder so gebrochen habe, weil es tut so weh. Hat der Sohn mit Fäusten auf dich eingeschlagen? Ja. Beschreib das mal. Der hat mich mit Fäusten geschlagen. Der hat immer wieder so auf mich eingeschlagen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich alles passiert ist, dass das so eskaliert ist. Und immer wieder, und meine Lippe ist zum Beispiel aufgeplatzt, sie blutet total, weil in der Lippe aufplatzt, ist es ja so, dass sie dann sehr blutet. Und aber ich kann ihn doch nicht anzeigen, das kann ich doch nicht machen. Das ist doch mein Kind. Wie lange geht das jetzt schon so? Seitdem er 14 ist, also seit 2 Jahren, es kann auch ein bisschen länger sein, genau weiß ich. Okay, 2 Jahre ungefähr. Ja. Und ist das heute zum ersten Mal passiert, dass der Kleine, der 13-Jährige, dich... Nein, der macht immer mit. Der macht immer mit? Ja. Das ist ja ein sehr erschreckender und schlimmer Zustand, der bei euch herrscht. Ja, ich kann auch nicht mehr. Das heißt, du musst ja in ständiger Angst leben, was der Junge mit dir macht. Ja. Der ist aber mein Vater hat das ja genauso gemacht und deswegen kennen die das nicht anders. Und dementsprechend muss man denen das ja auch dann zugute halten, dass sie es eben nicht anders kennen. Ja, gut, aber das ist ja alles noch keine Entschuldigung und
kein Grund, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind. Ich finde, dass man die Dinge nicht so hinnehmen darf und dass du sie auch nicht so hinnehmen darfst, weil du damit auch Verantwortung trägst für den, ja, für, dass dein Sohn weiter abrutscht, dass deine Söhne noch weiter abrutschen. Ja, aber einmal hast du natürlich davon, von das Leid zu tragen, und den Söhnen werden ja gar keine Grenzen gesetzt. Das heißt, jeden Schlag, den du hinnimmst und annimmst, darin schadest du dir und deinen Kindern auch. Ja, aber schau mal, ich bin jetzt seit 10 Jahren alleine, ne? Mhm. Und jedes Mal, wenn ich mal jemanden kennenlerne, dann mit aller Macht verhindern die das, dass ich überhaupt, man kann das so sagen, dass die Männer dann einfach abhauen, weil... Verstehe. Hast du denn mal mit dem Jugendamt gesprochen? Habe ich auch, aber die helfen nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wenn du die Situation so schilderst, wie du sie mir geschildert hast, werden sie dir helfen. Aber und ich habe sie so geschildert. Und da haben die gesagt, dass ich versagt habe in der Erziehung. Ja, also das kann ich gar nicht glauben. Da werden wir gleich im Hintergrund mal ein bisschen weiter forschen und uns mit beschäftigen. Ich habe solche Angst vor ihm, weißt du? In der Konsequenz, wenn das Jugendamt sich richtig verhält, würde das bedeuten, dass die Jungs von dir wegkämen? Ja, wo sollte denn hin? In ein Heim. In ein Heim. Ach, Quatsch. Ich bin doch ihre Mutter. Du kannst doch nicht sagen, dass ich meine Kinder jetzt ins Heim geben soll. Finde ich schon, unter den Umständen. Du wirst ja nicht mehr Herr der Lage. Hm. Bis sie dich irgendwann krankenhausreif schlagen. Und ja, du ziehst sie durch dein Verhalten, ziehst du die Jungs oder halt den Größeren ja immer mehr runter. Das heißt, du finanzierst ihm ja jetzt schon seine Drogenkarriere. Hm. Das heißt, du zerstörst sein Leben und dein Leben. Und da wäre eine Trennung wahrscheinlich das Allerklügste. Von den eigenen Kindern? Ja, wenn das mit den eigenen Kindern nicht mehr funktioniert und niemand, man kann keine Schuldzuweisung da sagen, wahrscheinlich bist du überfordert oder die Umstände sind sehr schwierig. Ich bin einfach zu weich. Ja, okay. Aber deswegen würde ich dir jetzt keine Schuld zuweisen. Jetzt ist es, wie es ist im Moment. Das heißt, jetzt muss man sich man muss eine kluge Entscheidung treffen, die für alle Seiten die richtige ist. Was macht denn der 16-Jährige? Geht er noch zur Schule? Ja, der geht aufs Gymnasium. Und kommt er denn noch so einigermaßen mit? Ja, super, der hat nur 1. Ja, ist erstaunlich, ne? Und der Kleine auch, geht auch aufs Gymnasium und die bringen mir Zeugnisse nach Hause, nur 1. Also, Gott sei Dank. Da kann ich mich nicht beklagen. Gut, dann läuft das schon mal ganz gut. Ja, und ich komme ja auch aus einer Arztfamilie, ne? Und die wollen beide Ärzte werden und das wird auch... durch Vitamin B wird das auch klappen, dass sie das weiß. Naja, so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Jetzt möchte ich gerne, dass wir im Hintergrund mit dir mal beraten in Sachen Jugendamt, was man da machen könnte, wie man da vorgeht. Möchte ich dich bitten aufzulegen und wir werden dich gleich nochmal zurückrufen, Sabine, okay? Okay, danke schön. Ich wünsche alles Gute und wir melden uns gleich bei dir. Ja, okay, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Bianca. Bianca ist 45. Guten Morgen, Bianca. Hallo. Hallo Bianca. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Noch-Ehemann. Was ist da los? Mein Noch-Ehemann hat gewisse Neigung. Gewisse Neigung? Ja. Was heißt das? Das heißt, er ist irgendwo ein Freak. Irgendwo ein Freak. Sag mir jetzt nicht viel, was das bedeutet. Das heißt, ich habe meinen Mann kennengelernt vor ungefähr 4 Jahren. Ja. Da war ich schon 10 Jahre solo. Ja. Hab auch irgendwie keine Lust mehr auf Männer gehabt. Und hab ihn dann, wie gesagt, kennengelernt, hab mich richtig verliebt. Mhm. Ja, und dann sind dann immer mehr Sachen zum Vorschein gekommen. Zum Beispiel, dass man ihn zusammentreten muss. Ach so. Dass er zum Höhepunkt kommt. Ach so. Also im sexuellen Sinne, dass er auf sehr seltsame Dinge steht. Richtig, richtig. Und du musst ihn zusammentreten, damit er zum Höhepunkt kommt. Genau. Und die Sache war, ich habe es einfach zu spät gescheckt. Ich weiß noch, ich mache ein bisschen Musik. Mhm. So, und war dann mit meinen Kollegen unterwegs, habe ihm gesagt, freitags,
ja, heute Abend machen wir Musik und komme ich etwas später. Mhm. Und er kam nachts zu mir und sagte mir dann, ja, weil du heute keine Zeit hast, bin ich zu einer Prostituierten gegangen. Mhm. Mhm. Ja, und dann wollte ich ihn schon rausschmeißen, hat er rumgeheult. Naja, gut, ich war auch verliebt, er hat mir dann versprochen, passiert nicht mehr. Mhm. Ja, und es ist immer wieder passiert und irgendwann haben wir geheiratet. Warum habt ihr geheiratet? Ja, das frage ich mich auch, ne? Weil er hat sich eine ganze Zeit zusammengenommen, wir haben dann geheiratet. Ich wollte nach Köln ziehen, mhm, hatte eine Wohnung, hatte einen Job. Also du hast dann irgendwie gedacht, das wird sich schon regeln, also heiraten. Ja, ganz genau. Das heißt, ne? Du warst in der Zeit auch in den Typ verliebt. Ja, aber sowas von. Ja, ja, und dann haben wir geheiratet. Erzähl mir mal von der Sexualität noch ein bisschen mehr. Ich meine, das ist ja schon eine krasse Moment, Sache. Jetzt geht's ja los. Ja. Ne? Wir haben dann geheiratet und dann war es eben so, er wurde immer extremer. Was heißt das? Von wegen, ja, er steht dann auf Füße und dann musste ich die Stiefel anziehen. Mhm. Und dann hat er die Stiefel abgelutscht und dann musste ich auch in seinen Mund urinieren. Ich sag das einfach so, mhm, wie das, mhm, ist. Mhm. Und normaler Sex war gar nicht möglich. Mhm. Mhm. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es war wirklich so, die ganze Zeit jetzt, die wir zusammen waren, die ganzen 4 Jahre, war so 6-7 Mal, dass ich normalen Sex mit ihm hatte. Und der Rest war krasser Sex? Ja, war krass. Der dir ja eigentlich gar keinen Spaß gemacht hat? Nein. Nee, das sag ich mal gar nicht. Ne? Ich sag mal so, ich habe immer gesagt, ich hatte vorher keine Erfahrung damit, mhm, aber ich habe gesagt, okay, wenn es ihn glücklich macht. Nur ihn hat es nicht interessiert, ob es mich glücklich macht oder nicht. Okay, aber diese etwas oder sehr ungewöhnlichen Sexpraktiken, die du gerade beschrieben hast, ja, haben in gewisser Weise dir auch Spaß gemacht. Habe ich das richtig verstanden? Manchmal. Also nicht alles. Ja. Nur das Problem war, wir haben dann geheiratet, ja, und dann war es eben so, dass er immer extremer wurde, hm, und ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte. Mhm. Ne, wir haben dann in einer Wohnung gelebt, mhm, und ich habe mich dann schon gar nicht mehr ins Bett gelegt zu ihm. Ich, mhm, habe dann immer, ne, ich guck noch was Fernsehen, mhm, habe im Wohnzimmer geschlafen. Ist das denn, dass dieser Sex jetzt immer extremer wurde und du eigentlich, ja, keinen Bock mehr hattest? Immer schlimmer. War das dann auch der Grund, weswegen du dich von ihm getrennt, nein, hast? Nein, getrennt habe ich mich von ihm. Das war dann so, er hat dann immer mehr getrunken. Mhm. Er hat dann wirklich, er ist ein Extremtrinker, mhm, sag ich mal so. Also Alkoholiker. Ja, ganz genau. Ja. Und er hat immer mehr getrunken und dann war es so, dann habe ich mal einmal wieder mit ihm, haben wir uns mal ein bisschen vertragen und dann war es eben so, hat er wieder gesagt, ach komm, zieh die Stiefel an, mhm, drehte auf mir rum und schreit auf einmal, töte mich. Ja, und da war für mich alles vorbei. Mhm. Ich kann doch den Mann, den oder den Menschen, den ich liebe, kann ich nicht töten. War das so ekstatisch irgendwie so dahin gequatscht? Oder meinte der das ernst? Ich weiß es nicht. Also es war dann nur so, ich habe dann mitbekommen, ne, er, so wie ich ihn früher nicht kannte, töte mich und ich habe gesagt so. Und aber das war auf jeden Fall, das war der Satz, wo du gesagt hast, jetzt Schluss. Ja. Jetzt ist Schluss, hier ist die Grenze. Ja, ja, vor allen Dingen, ich habe gesagt, das geht ja gar nicht, mhm, mehr. Mhm. Ne? Und dann habe ich mich auch entzogen, sag ich ganz ehrlich. Mhm. Und dann ist er immer mehr ausgeflippt. Er kam von der Arbeit nach Hause und er war jedes Mal, wenn er von der Arbeit kam, war er betrunken ohne Ende. Hat mir hier die Wohnzimmertür eingehauen, obwohl die offen war. Ne? Wir hatten so eine Glasscheibe. Mhm. Wie lange bist du denn jetzt von ihm getrennt? Ich bin jetzt von ihm fast ein Jahr getrennt. Ach, ein Jahr schon. Ein Jahr. Also die Scheidung läuft schon. Ja. Hat er dich denn jetzt in diesem Jahr in Ruhe gelassen oder stellt er dir in irgendeiner Weise nicht nach? Wirklich. Nein, die erste Zeit hat er mich nicht in Ruhe gelassen. Es war so, er hat 10 Tage Hausverbot von der Polizei gekriegt, weil, mhm, er hier so randaliert hat. Mhm. Das war im März letzten Jahres. Mhm. Dann haben wir nochmal einen Versöhnungsversuch gestartet. Nochmal? Ja, aber das war nicht lange, das war 3-4 Wochen. Warum hast du diesen Versöhnungsversuch überhaupt? Weil ich ihn geliebt habe. Trotz allem? Ja, genau. Ja, war das eine Liebe? Wir haben dann eine Paartherapie gemacht. Mhm. Ne, wir haben dann so eine Paartherapie. Ich habe dann auch gesagt, komm, lass uns mal so eine Therapie machen, gucken wir mal. Mhm. Hat aber nichts genutzt. Nein, mhm, überhaupt nicht, im Gegenteil. Hast du ihn jetzt...
endgültig, hast du ihn jetzt endgültig von der Backe? Ja, seit 11 Monaten habe ich mit ihm keinen Kontakt mehr. Und er meldet sich nicht und belästigt dich auch nicht? Nein, er hat mich belästigt und er stand auch hier ewig vor der Tür, wenn es gar nicht angesagt war. Und hatte ich einen Beschluss, dass er sich mir hier 20 Meter nicht mehr nähern darf, das Haus nicht betreten darf. Dann ist es schon sehr schlimm, wenn solche Beschlüsse gefasst werden. Lässt er dich jetzt in Ruhe, jetzt im Moment? Jetzt ist es so, dass ich nochmal vor Gericht gegangen bin, und zwar im Januar hat er jetzt 100 Meter gekriegt. Jetzt darf er sich mir 100 Meter... Mann, was hast du dir da für einen angelacht? Ja. Und vor allen Dingen, wieso hast du es mit dem so lange ausgehalten? Das ist ja heftig. Komm mir nicht mit Liebe an. Nee. Weißt du was, jetzt kann ich ihn nicht mal mehr leiden. Tja, das kann ich mir vorstellen. Nein, ganz ehrlich, es ist jetzt wirklich so, dass die Scheidung, die läuft jetzt, Papiere sind alle schon ausgefüllt. Aber das ist doch eigentlich ein ganz guter Satz, Bianca, dass du sagst, ich kann den jetzt überhaupt nicht mehr leiden. Stell dir mal vor, du wärst jetzt irgendwie doch noch so drauf, dass du denkst, irgendwo liebe ich ihn doch noch. Somit kannst du dir den Abschied ja wirklich sehr, der fällt dir leicht, der Abschied und die Trennung. Ja. Nein, das Problem ist jetzt nur, mein Problem ist jetzt nur, ich habe jetzt richtig ein Problem mit Männern. Mhm, das glaube ich. Weil ich habe einen sehr, sehr guten Freund, den kenne ich jetzt seit 18 Jahren. Mhm. Wenn der kommt alle 2 Wochen zu mir, ist überhaupt kein Ding. Und dann habe ich auch einen sehr, sehr guten Freund mittlerweile, der mich damals auch immer aufgenommen hat, wenn er mich bedroht hat und so. Aber du hättest ein Problem, dich auf eine Beziehung wieder einzulassen. Nee, das ist gar nicht mal so das Schlimme. Sondern? Das Problem ist, zum Beispiel dieser alte Kumpel, der mich damals aufgenommen hat, der war ja dabei, ist ein Freund, der war dabei, wie er mich bedroht hat. Und was ist das Problem? Ja, das Problem ist, da hat der mir irgendwann mal gesagt, kannst du dir mit mir Sex vorstellen und ich gehe und muss kotzen. Ich kann mich auf keinen Mann im Moment mehr einlassen. Ja, ich dann, muss brechen, wenn mich nur einer fragt, kannst du dir vorstellen oder... Ich kann das verstehen, Bianca. Dann heißt es doch im Prinzip, dass du eigentlich... Mach doch mal eine Männerpause. Männerpause ohne Ende. Aber es ist so... Kein Mann darf mich irgendwo anpacken, das ist doch nicht normal. Nee, was heißt, normal ist es nicht, aber es ist folgerichtig aus all dem, was du mir jetzt gerade geschildert hast. Weil du hast ja noch heftige Sachen mitgemacht, die du eigentlich gar nicht mitmachen wolltest. Und das ist dir natürlich extrem gegen den Strich gegangen und dadurch ist auch die Aversion entstanden. Wie du das so psychologisch, das ist ja wirklich da ein psychologisches Problem, wie du das eventuell aufknacken könntest. Und wie du auch dich auch, es gibt, nicht alle Männer sind ja so drauf wie der, von dem du da geredet hast. Alle Männer sind für mich im Moment einfach so. Ja, ich meine jetzt, um das aufzubrechen, dass du wieder so ein bisschen Vertrauen findest. Ja, da gibt es schon verschiedene. Das ist überhaupt nicht möglich. Ja, da gibt es aber schon verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Ja, prima. Und da würde ich dich gar nicht von meiner Fachfrau im Hintergrund beraten lassen. Ja, das ist super. Das ist eine gezielte psychologische Beratung dann. Aber das kann man sicherlich machen, da kann man auch wieder so ein bisschen Boden unter die Füße kriegen. Also ich kriege gar keinen Boden unter die Füße im Moment. Wir versuchen es mal, Bianca. Du legst bitte auf und wirst von Magdalena, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ich danke dir, Domian. Ich wünsche dir alles Gute, Bianca. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke sehr, auf Wiedersehen. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über diese Telefonnummer. Hier ist Dagmar. Dagmar ist 61 Jahre alt. Guten Morgen, Dagmar. Guten Morgen, Domian. Dagmar, um was geht's bei dir? Du hattest in der Nacht von Montag auf Dienstag freie Themenwahl und da hat jemand angerufen, der im Februar, glaube ich, diesen Jahres seinen Partner plötzlich verloren hat. Und mir ist das Gleiche letzte Woche Samstag passiert. Letzte Woche Samstag? Ja. Ist dein Mann oder Freund gestorben? Ja, mein Mann. Dein Mann. Mein Mann, ja. Mein Mann war also absoluter Schalke-Fan. Mhm. Und die sind immer zu 4 Freunden auf Schalke gefahren. Und einer konnte letzte Woche nicht. Und deshalb hatte ich die Karte. Und er hat zu mir gesagt, weißt du was, dann fahren wir 2 alleine. Dann sind wir nach Schalke gefahren, wir sind zurückgefahren. Kamen so gegen 8:45 daheim wieder an und er hat gesagt, das Wetter ist so schön, wir setzen uns noch auf die Terrasse. Und wir haben den Tag passieren lassen. Ich habe gesagt, es war ein wunderschöner Tag.
die Sonne hat geschienen, wir haben auf Schalke gesessen und es jo, war schön halt. Mhm. Und so gegen 10 nach 11 abends habe ich dann gesagt, mir wird's kalt an den Beinen. Mhm. Ich gehe rein und ziehe mir eine andere Hose an. Und da sagt er zu mir, auf dem Rückweg bring mir bitte ein Glas Sprudel mit. Mhm. Und dann gehen wir auch ins Bett, ich bin müde. Mhm. Ja, und ich stehe auf und in dem Moment sehe ich, wie er mit dem Kopf nach vorne fällt. Und ich sage zu ihm, bist du so müde, dass dir der Kopf schon nach vorne fällt, Schatz? Und da war schon nichts mehr. Dann habe ich ihn aufgerichtet, an die Hauswand gelehnt, ja, und habe noch so letzte Atemzug und bin dann reingestürzt, habe das Telefon geholt, unseren Hausarzt angerufen, Notarzt angerufen, Krankenwagen angerufen. Der Notarzt war innerhalb von 2 Minuten da und wir haben ihn dann auf die Terrasse auf den Boden gelegt, Herzmassage und dann kam auch schon der Notarzt und Infusionen, EKG, Herzmassage, also die Reanimation hat überhaupt, war gar nichts mehr. Gar nichts. Das heißt, er ist da in den Minuten auf eurer Terrasse verstorben. Ja, genau. An Herzversagen? Ja. Herzversagen. Also der Hausarzt hat in den Totenschein geschrieben, plötzlicher Herztod. Er hatte schon mal einen Herzinfarkt 1979, aber das war alles ausgeheilt. Ist auch sehr lange her. Ja, sicher. Mhm. Fast 30 Jahre her. Wie alt ist dein Mann geworden? 58 Jahre. 58? Ja. Das war jetzt vor einer Woche, sagst du? Ja, heute praktisch vor einer Woche. Heute vor einer Woche, Samstag vor einer Woche, ja. Ja, genau. 23.55 Uhr haben sie dann... Im Prinzip, ich vermute mal, dass du immer noch unter Schock stehst. Ja, ja, ja. Das glaube ich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich kann auch gar nicht mehr weinen. Ich habe zu viel geweint. Ja, und es ist wahrscheinlich auch gar nicht real, ne? Nein, es ist wirklich nicht real. Wirklich nicht. Du denkst immer noch, er kommt irgendwie gleich nach Hause oder so. Mhm. Und das war das Schlimme. Dann haben sie zu mir gesagt, bringen Sie bitte eine große Decke. Da haben sie ihn dann reingepackt und haben ihn ins Schlafzimmer, ins Bett gelegt. Mhm. Und da hat er dann gelegen. Und er ist am Sonntagnachmittag erst abgeholt worden. Ach, er hat die ganze Nacht dann in eurem Schlafzimmer gelegen. Ja, und ich habe dann unten bei unserer Mieterin auf der Couch gelegen. Und ich hatte solche Herzklopfen, Domian. Mhm. Ich habe gedacht, das ist kein Herzklopfen, ich höre da oben Schritte. Mhm. Und ich bin dann hoch und ins Schlafzimmer und es war kein Traum. Mhm. Es war Wirklichkeit. Und das Schlimmste war dann... Sag mal, entschuldige, wenn ich unterbreche. Ja, wolltest du, dass er so lange noch zu Hause... Nein. Konnte in der Nacht kein Bestatter kommen? Nein, da ist keiner gekommen. Es ist zwar noch ein Seelsorger gekommen und wir haben auch im Schlafzimmer gebetet und ich habe eine Kerze angemacht und... Das wundert mich, weil ich kenne das so hier aus Köln, dass man rund um die Uhr... Ja, ich wohne hier auf dem Land. Ach so. Da ist es etwas anders. Es war ein kleiner Ort. Aber und dann kam der Bestatter erst am Sonntag Nachmittag erst. Das heißt, der ganze hast du den Vormittag oben in der Wohnung verbracht dann? Ja, aber ich konnte nicht mehr in das Schlafzimmer gehen. Ich gehe auch heute nicht rein. Das ist euer gemeinsames Schlafzimmer gewesen? Ja, sicher, klar. Wo schläfst du denn, wenn du jetzt... Ich schlafe jetzt im Gästezimmer, da habe ich mir ein Bett gemacht. Und du kannst nicht in diesen Raum reingehen? Ich kann da nicht. Weil dieses Bild ist so vor Augen. Ja. Diesen Sonntagmorgen, als du dann oben in der Wohnung warst und dein verstorbener Mann lag im Schlafzimmer, wie hast du diese Stunden verbracht? Was hast du getan? Ich weiß es gar nicht mehr. Warst du alleine? Ja. Es kamen keine Verwandten oder... Doch. Und unsere Mieterin kam und wir haben eine sehr gute Nachbarschaft hier. Wirklich, also... Mhm. Habt ihr auch Kinder? So gesehen war ich nie allein. Verstehe. Habt ihr auch Kinder? Nein, leider nicht. Mhm. Dann ist der Mann am Sonntagnachmittag erst abgeholt worden. Ja. Gab es schon die Beerdigung? Ja. Was heißt, die Aussegnung war am Donnerstag um 14 Uhr und also heute... Um 14 Uhr ist die Beisetzung der Urne. Ach so. Weil wir für uns beschlossen haben, wir lassen uns verbrennen, weil wir haben keine Kinder. Es guckt niemand nach unserem Grab und es ist die beste Lösung. Heute wird schon, es geht aber sehr schnell, dass heute dann die Urne schon beigesetzt werden kann. Ja, Das heißt, du hast heute dann nochmal einen sehr schweren Gang vor dir. Ja, habe ich. Ist das im sehr kleinen Kreis heute? Ja. Wie viele Leute werden da sein?
Ich denke 8 bis 10 Personen. Ja. Und das sind wirklich unsere engsten Freunde. Mhm. Mhm. Weil, wie gesagt, ich komme nicht hier aus dieser Region. Und wir haben uns im Laufe der Jahre, wo wir, also mein Mann kommt aus dieser Stadt hier, aber ich bin zugezogen. Mhm. Und wir haben uns im Laufe der Jahre halt diesen Freundeskreis aufgebaut. Ja. Wie lange wart ihr eigentlich zusammen, ihr beiden? Wir sind 22 Jahre verheiratet. 22 Jahre. Ja. War es eine gute Ehe? Ja, eine sehr gute. Eine sehr gute. Weißt du, was ich gerade so gedacht habe in all dem ganzen Unglück? Wie schön, dass euer letzter Tag so schön war. Ja, ja, ja. Das ist und, ja auch... Und weißt du, Domian, ich habe mir dann hinterher überlegt, was wäre passiert, wenn das auf der Autobahn passiert wäre? Vielleicht hätten wir doch andere Leute ins Unglück gerissen. Aber ich denke, das sind auch alles Schutzmaßnahmen, die ich für mich jetzt suche, um alles besser zu verkraften. Ich weiß es nicht. Habt ihr beiden hin und wieder mal über das Sterben und den Tod gesprochen? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Also da war eigentlich nicht sehr zugänglich. Ich habe auch immer gesagt, wir müssen uns mal zusammensetzen, was für Versicherungen und so weiter alles vom Konto abgeht. Ja, das machen wir mal, ja. Aber mit dem Verbrennen und der Urne, und das hattet ihr schon? Ja, das muss man hier. Man muss dann auf die Verbandsgemeinde und muss das schriftlich hinterlegen. Ach, vorher schon? Ja. Ach so. Das haben wir vor 5 oder 6 Jahren gemacht. Wie hast du jetzt diese vergangene Woche verbracht? Was hast du so getan? Und wie ist es dir ergangen? Also sehr oft hat das Beerdigungsinstitut angerufen und ich hatte den Schlüssel von der Leichenhalle. Mhm. Ich konnte jederzeit zu ihm, aber ich konnte nicht alleine hin. Mhm. Und als ich am Sonntagnachmittag, als sie ihn abgeholt haben und in die Leichenhalle gebracht haben, das war das Schlimmste vorher, ich musste seine ganzen Sachen aus dem Schrank holen. Das heißt, er ist in einem Krematorium verbrannt worden, wo man seine eigenen Sachen anhaben darf. Das darf man nicht in jedem Krematorium. Und ich musste ihm also seinen Lieblingsanzug raussuchen und Hemd, Krawatte, Socken, Schuhe, alles. Und er lag daneben. Ja, aber du hast ihn nicht angezogen. Nein, ich habe ihn nicht angezogen. Das war das Beerdigungsinstitut. Und die haben sich dann gemeldet und haben gesagt, wir sind jetzt fertig, Sie können kommen. Und dann... Ach, dann hast du ihn dann nochmal gesehen, ja, aber du warst doch, nicht alleine. Ich habe ihn noch mehrmals gesehen. Ich wollte das auch. Weil also das war eine Form des sich Verabschiedens. Ja. Und ich habe ihn dann gesehen am Sonntagnachmittag, nachdem sie ihn aufgebaut hatten. Und ich habe gedacht, er liegt da und schläft. Und ich habe nur gesagt, Schatz, mach die Augen auf und red mit mir. Wirklich. Ganz Frieden. Weiß nicht, ja. Ja. Und dann konnte ich also 2 Tage nicht hingehen und alleine sowieso nicht. Und Freunde haben auch nicht immer so Zeit, aber ich bin noch 2-mal da gewesen und habe mich dann am Mittwochnachmittag von ihm verabschiedet. Hab gesagt, mach's gut und hab ihm übers Haar gestrichen, hab ihn geküsst. Es ist so schwer. Aber ich finde es sehr gut, dass du das getan hast. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Weil wir konnten ja vorher nicht Abschied nehmen. Wenn einer krank ist oder so, dann kann man das, aber nicht von jetzt auf sofort. Ja, es ist ja so, wirklich wie ein Blitz ist das ja eingeschlagen. Ja. Schlimm. Hast du Angst vor heute Nachmittag? Ich glaube, die Aussegnung in der Kirche war schlimmer, glaube ich, obwohl, ich weiß es nicht. Ja. Jeder reagiert da ja auch anders. Ja, und das sind jetzt Phasen des Trauens, die du durchlebst. Ja. Du sagst gerade, dass du gar nicht mehr weinen kannst im Moment, weil du schon so viel geweint hast. Ja. Dann werden wieder Phasen kommen, wo man ganz viel weint. Und ja, bestimmt. Und es braucht bei jedem Menschen eine andere Zeit, bis man verstanden hat, dass der Mensch verstorben ist, dass der Mensch nicht mehr da ist und nie wiederkommt. Ich kann es jetzt noch nicht glauben. Ich denke, wir irgendwie auf einem Seminar oder ich weiß nicht. Du musst dir etwas überlegen mit dem Schlafzimmer, was du machst. Ja, ich gehe da aber im Moment nicht rein. Ich kann es nicht. Ich sehe ihn immer da liegen. Auch
mit seinen Gegenständen, seinen persönlichen Gegenständen. Ja. Da geht ja auch jeder Mensch anders rum. Viele Menschen schaffen die Gegenstände aus der Wohnung, um nicht ständig erinnert zu werden. Ja. Viele behalten die Gegenstände auch lange bei sich. Ich habe also gestern habe ich gedacht, du musst irgendwie Wäsche waschen. Dann bin ich vom Badezimmer aus ins Schlafzimmer, habe nur die Türen spalt aufgemacht, habe gerade diesen Wäschesack da rausgeholt und ins Badezimmer gezogen und dann runtergegangen an die Waschmaschine. Aber dann die Oberhemden von ihm. Und ich musste einfach dran riechen. Ich musste einfach seinen Duft. Und ich weiß auch nicht. Ich glaube, irgendwann, ich weiß nicht wann, aber dann wirst du, glaube ich, wäre es gut, wenn du dich zwingen würdest, in dieses Zimmer zu gehen, um eine neue Realität auch zu schaffen. Vielleicht solltest du das Zimmer ganz umbauen, vielleicht renovieren lassen, irgendetwas ganz anders gestalten. Ja. Aber dieses Zimmer auf Dauer meiden, ist, glaube ich, nicht gut. Nein. Also, das denke ich wohl auch, aber im Moment... Im Moment ist das auch okay, wenn du es nicht machst. Ja. Dafür ist es so frisch alles. Ja. Hast du jetzt die nächsten Zeit, wenn jetzt die Beisetzung stattgefunden hat, hast du Menschen, mit denen du regelmäßig sprechen kannst? Das absolut. Mhm. Also meine Nachbarin, die bringt mir jeden Mittag das Essen, weil sie weiß, ich koche für mich im Moment überhaupt nicht. Mhm. Und oder andere Nachbarn, die laden mich ein und sagen, komm bitte um 12:30 zum Mittagessen. Mhm. Also ich bin nicht allein. Das ist gut. Das heißt, du bist eingebettet schon. Ja, doch. Absolut. Ich war absolut. Den Schmerz behält man sowieso für sich alleine. Aber, ja, aber dennoch ist es ganz gut, wenn man sprechen kann, wenn man abgelenkt ist. Wenn man also jede Stunde kommt irgendwo aus einer Ecke jemand und fragt, kann ich dir was helfen? Möchtest du mit rübergehen? Oder möchtest du bei uns schlafen? Also ich bin nicht alleine, absolut nicht. Dagmar, das tut mir sehr, sehr, sehr leid, dass du so abrupt von deinem Mann getrennt worden bist. Du möchtest dir wirklich aus tiefstem Herzen mein Beileid auch aussprechen. Danke dir, Domian. Wenn du gerne möchtest, kannst du auch sehr gerne noch mit meiner Psychologin ein bisschen noch reden. Im Moment nicht, bitte. Im Moment nicht. Nein, bitte. Mhm. Ich habe schon mit Jan gesprochen, also das war ganz toll. Ja, das ist mein Mitarbeiter hier im Hintergrund. Ja, einer meiner ganz Mitarbeiter. Toll. Mhm. Das freut mich. Ja, doch. Liebe Dagmar, da wünsche ich dir sehr viel Kraft für heute, für den Tag. Danke. Der wird sicher dann auch nochmal doch schwer werden. Ja. Vor allen Dingen für die nächste Zeit wünsche ich dir sehr viel Kraft. Danke, viel Kraft. Domian. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören, Domian. Jasmin ist hier. Jasmin ist 36. Guten Morgen, Jasmin. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist, Jasmin. Grüße dich. Um was geht's bei dir? Es geht da mir darum, also meine Mutter ist halt vor 14 Jahren ermordet worden von ihrem Partner. Aber nicht von deinem Vater? Nee, nicht von meinem Vater, sondern von ihrem Partner. Und was mir halt zu Lasten liegt, ist halt jetzt zum Beispiel das mit Amstetten oder das, was die Dame am ersten Anruf gesagt hat. Mhm. Ich finde, es wird zu wenig für die Opfer gemacht. Mhm. Also ich kann es zum Beispiel beschreiben. 14 Jahre, lass mich rechnen, da warst du 22. Nee, 21. Ja. Erzähl doch mal, was genau passiert ist. Also wenn ich die Zeit habe, dann erzähle ich es. Also es war halt so, meine Mutter hat halt einen Freund gesucht und hat ihre Freundin gefragt, kannst du mir jemanden vorstellen? Das ist ja in ausländischen Kreisen teilweise so. Mhm. Und jedenfalls hat sie ihr einen Inder vorgestellt. Ein was? Ein Inder. Ja. Und der wurde schon eigentlich gesucht in Deutschland, weil sein Asyl abgelaufen ist und wohl wegen mehreren Straftaten. Naja, meine Mutter hat sich halt gleich verliebt, hat ihn mitgenommen. Ja. Und da war halt auch, also ich fand ihn auch sympathisch, er war sehr nett. Mhm. Das war so März. Also, wo das passiert ist, war Silvester. Also, sie haben sich im März kennengelernt und haben dann einige Monate miteinander verbracht. Und Silvester ist das Unglück geschehen. Ja, und Silvester. Und du hattest auch einen durchaus guten Eindruck von dem? Ja, er war lieb. Er war, also endlich gab es pünktlich um 18 Uhr Essen bei uns. Er hat davon geredet, meine Mutter zu heiraten und so. Hm. Ich habe zwar auch öfters dann mal allein mit meiner Mutter geredet und die hat gesagt, ja, er wird sie kontrollieren und. Ach, das hat sie schon gesagt. Ja, und auch
andere Dinge, hat mir ihr Sparbuch gezeigt und so. Aber da habe ich mir nichts bei gedacht. Mhm. Also meine Mama war manchmal so, dass sie gern Aufmerksamkeit. Mhm. War dieser Mann, gab es einen großen Altersunterschied zwischen deiner Mama und dem Mann? Also meine Mama war 47 und er 38. Ja. Was ist dann an dem Silvester passiert? Also sie hatte mir vorher halt gesagt, die Kontrollen wurden immer schwieriger und immer schwieriger. Und an Silvester oder einen Tag vorher sogar, wir wissen es halt nicht genau, weil ich habe sie am 1. Januar erst gefunden. Du hast sie gefunden? Ja, wollten die sich dann wohl trennen. Und dann hat sie halt ins Schlafzimmer, hat wohl geschlafen. Und er ist halt in die Küche und hat ein Messer, Messer geholt und hat ihr die Kehle durchgeschnitten. Und du hast deine Mama dann so vorgefunden am nächsten Tag? Ja, am 1. Januar. Genau. Am 1. Januar. Mhm. Ja, genau. Du kamst in die Wohnung und deine Mutter lag ermordet im Bett. Ja. Was für ein furchtbares Geschehen. Für dich auch. Schrecklich. Warst du da alleine? Also ich hatte einen Bekannten dabei. Ich hatte einen Bekannten dabei. War dir da im ersten Moment klar, was geschehen war, oder konntest du das überhaupt nicht verstehen? Gar nicht, das war so eine Schockreaktion. Ich stelle mir vor, dass wahrscheinlich das Bett auch blutüberströmt war. Ja, es war im Dunkeln und ich bin gleich rausgerannt. Ich meine, die Sache ist halt auch noch, dass ich das Messer, was er benutzt hat, ein paar Tage vorher noch mit meiner Mutter gekauft habe. Und Konnte man denn rekonstruieren, gerichtsmedizinisch, ob deine Mutter dann nach der Tat gleich tot war? Also der Notarzt hat mir halt gesagt, dass er tot war. Das halt. Danach war der Täter vermutlich flüchtig. Ja, war er flüchtig. Hat man ihn gefasst? Ja, nach knapp 6 bis 7 Jahren. Nach 6 bis 7 Jahren erst? In Deutschland? Ja, nee, in England. In England. Also er war ein Sikh. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Wo war er in? Ein Sikh, also die mit den Turban. Ach so, ja, klar, ja. Ja, ganz genau. Nee, ich wollte halt auch mal erzählen, wie Entschuldige, lass mich noch eine Frage stellen. Er wurde dann gefasst, ja. Ist er dann auch in Deutschland vor Gericht gestellt worden? Ja. Und zu was? 10 Jahre auf Totschlag. Und jetzt ist er halt schon draußen. Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Du wolltest sagen, ich wollte sagen? Ja, ich wollte halt noch mal sagen, also dass die Polizei halt, wo ich wohne in Gießen, ich gebe es auch zu, dass die Polizei total schlampig gearbeitet hat. Damals, es war eine Frechheit. Also ich bin sofort an dem Abend 7 Stunden vernommen worden. Ich bin über 2 Monate vernommen worden, teilweise mit Vernehmung von 11 Stunden und sowas. Nun kann sich natürlich in dieser Sendung die Polizei in Gießen nicht rechtfertigen und kann ihren Standpunkt nicht darstellen. Ja, deswegen nehmen wir das mal so als deine persönliche Wahrnehmung. Ja, das meine ich auch. Also die waren auch zwischendurch lieb, aber also es gab nicht irgendwie Hilfe. Weißt du, du hast gerade am Anfang etwas sehr Richtiges gesagt, was ich ja auch schon seit Jahren sage, dass wir immer und immer mehr an die Opfer denken sollen. Und da ist ja auch ein großes Umdenken, hat ja auch stattgefunden. Wenn ich jetzt die Zeit sehr zurückblätter oder das, was meine erste Anruferin, die Monika, erzählt hat, was 1964 passiert ist, dass Kinder zusehen, sein Kind zusehen musste, wie die eigene Schwester verbrennt durch einen Attentäter, das gäbe es heute ja gar nicht mehr, dass so jemand nicht betreut wird. Der Opferschutz und auch das Bewusstsein über die Opfer tritt ja zunehmend in das Bewusstsein der Menschen und auch der Gesellschaft. Und das finde ich auch sehr richtig und ich plädiere da auch immer für. Ich kann mich noch sehr gut an Zeiten erinnern, wo wir alle immer darüber gegrübelt haben, warum wurde der Täter zum Täter? Und wir haben uns Gedanken gemacht über die Hintergründe, die sozialen Situationen und so weiter. Aber kein Mensch hat darüber nachgedacht, was passiert jetzt in der Situation mit den Angehörigen, mit denen oder mit den Leidtragenden eines Verbrechens. Ich glaube, das wolltest du auch sagen, ne? Ja, vergessen tut man es nie. 10 Jahre wegen Totschlags. Das kann ich dann wieder nicht kapieren, so als Laie. Totschlag?
Warum kein Mord? Weil er gesagt hat, er hätte in der Nacht getrunken, beziehungsweise wäre er vorher vom Schlepper aus dem Ausland geschafft worden. Er wäre es nicht gewesen. Tja. Wahrscheinlich gibt es für so eine furchtbare Tat sowieso keine gerechte irdische Strafe. Nee, das nicht. Aber was ich schade finde, ich bin halt aufgrund dessen halt sehr vereinsamt und habe auch Freunde verloren. Also die Leute haben sich eher zurückgezogen. Wie war das denn dann bei dir? Du warst Anfang 20, du hast deine ermordete Mutter gefunden. Ja. Hat man sich um dich damals auch nicht gekümmert? Nee, keine. Überhaupt nicht. Es gab keinen Psychologen, niemand, der gesagt hat, wir nein. Gab's nicht. Ich war auch zu jung, um mir selber zu helfen. Ich hatte halt damals eine alte Oma, mit meinem Vater hatte ich mich nicht verstanden. Ich habe keine Geschwister oder sowas. Wenn du mir erzählst, dass das 14 Jahre her ist, dann klingt das im ersten Moment danach, dass das eine sehr lange Zeit ist. Ja. Aber ich finde, wenn man sich diese Tat vor Augen führt und das, was du erzählt hast, ist das überhaupt nicht lang. Nee. Wahrscheinlich ist dir das doch immer wieder mal so, dass du so Erinnerungsschübe bekommst, dass es dir so wie gestern erscheint, dass du in dieses Zimmer gegangen bist. Ja, ja, genau. Es ist auch. Ich träume halt nachts davon. Du bist sehr vereinsamt, hast du gerade gesagt. Ja, ich habe zwar einen Mann und einen Hund, aber viele Freundschaften haben sich halt irgendwie aufgelöst. Du würdest sagen, dass du, nachdem das geschehen ist, eine andere Frau geworden bist. Ja, ich war halt vorher lustig und bin halt sehr ernst geworden. Das halt. Bist du ernst geworden oder geht es auch noch darüber hinaus, dass du auch das Gefühl hast, eine seelische Erkrankung zu haben? Also ich bin jetzt 8 Jahre in Rente wegen Depressionen. Ah ja. Ah ja, also wenn du schon in Rente bist, dann sagt mir das, dass es sehr ernst ist. Ja. Bist du denn diesbezüglich in guter therapeutischen Händen? Ich habe Therapie gemacht, aber es hat für mich nichts gebracht, gebe ich offen zu. Und du hattest vor dem Unglück mit Depressionen nichts zu tun? Nee. Überhaupt nicht? Auf keinen Fall. Und bist du im Moment auch nicht bei einem Psychiater oder bei einer Psychologin? Nee, ich auch nicht. Nein. Die Krankenkasse zahlt halt nicht mehr. Ja, das ist das. Dann ist ja irgendwann dann. Ist aber halt. Da werden die Menschen alleine gelassen und schon sind wir wieder beim Thema. Ja. Du bist berentet aufgrund deiner Depressionen. Ja, und die Depressionen sind die Auslöser, oder ausgelöst sind die Depressionen durch dieses Traumata, was du erlebt hast. Gab es Zeiten, wo du einen unfassbaren, unbeschreiblichen Hass auf diesen Mann hattest? Komisch, also Hass habe ich nicht auf ihn. Was ist das für ein Gefühl, was du für ihn hast, wenn du überhaupt ein Gefühl hast für diesen Mann? Ich habe gar kein Gefühl für ihn. Also das Einzige, dem ich die Schuld zuschiebe, ist mir selber. Inwiefern? Naja, dass ich denke, hätte ich besser aufgepasst auf meine Mutter oder so. Ja, das ist sehr lieb und sehr ehrenwert. Und auch menschlich, glaube ich, dass man so denkt. Aber objektiv hast du da nicht recht. Ja, ich weiß, aber das wegzukriegen. Ja, natürlich, glaube ich auch. Ich würde es auch tun, würde man Schuldgefühle haben. Irgendwie würde man denken, hättest du mal damals da gemacht oder hättest du sie mehr gewarnt oder irgend sowas. Aber weißt du, Jasmin, deine Mutter war eine erwachsene Frau von Mitte 40, hast du gerade gesagt. Ja. Du hättest ihr da auch gar nicht so reinreden können. Ich weiß. Die Dinge haben ihren traurigen Lauf genommen. Ich weiß. War dein Verhältnis damals eigentlich oder früher sehr gut zu deiner Mutter? Ja. Ein normales Verhältnis? Ja, mal gut, mal weniger gut. Ja. Also ich muss auch zugeben, das Schlimmste, nicht wenn ich von der Tat oder von diesen Aussagen träume, das ist gar nicht so schlimm. Das Schlimmste ist eher,
wenn ich vom Kartenspielen mit ihr träume oder vom Spazierengehen und dann von morgens wach werden und sagen, sie ist gar nicht da. Verstehe. Ich hätte gern noch eine Bitte. Ja. Weil ich denke, es gibt da bestimmt noch mehrere Betroffene oder die auch Leute, also ich suche jetzt keine Partnerschaft, sondern Leute, die sich vielleicht in meinem Raum einsam fühlen und sich gern zusammentun würden, ob die dich anschreiben dürfen. Ja, bist du interessiert an Kontakten mit Menschen, die ebenfalls so etwas Erschütterndes erlebt haben? Ja, das auch. Aber ja, die Interesse haben, halt Kontakt zu haben und auch Depressionen vielleicht oder sowas, weißt du, was ich meine. In welchem großen Umfeld wohnst du? Vielleicht können wir so einen Radius sagen, ungefähr welchem Bundesland oder Region oder Stadt? Also ich wohne in Stadt Gießen. Ah ja. Und das fängt mit 35 an. Ja, und du hättest gern in dem Bereich auch Kontakt dann mit Menschen. Das mache ich sehr gerne. Wenn also jemand mit der Jasmin Kontakt haben möchte, brieflichen Kontakt, persönlichen Kontakt vielleicht auch, dann möge uns schreiben oder uns mailen, domian@wdr.de oder schreiben an den WDR 1 Live, Domian, Postfach 50600 Köln. Vielleicht kann man ja auch irgendwas zusammen starten, wo man sich als Opfer gegenseitig mehr helfen kann oder sowas. Nun gibt es ja schon viele Opfer-Selbsthilfeorganisationen. Hast du da schon mal dich ein bisschen kundig gemacht? Also Opferhilfe in Gießen macht nur bis zum Prozess. Ja. Und der Weiße Ring, also in meiner Region gibt es leider da nichts. Naja, umso wichtiger für dich, wenn sich da jemand melden würde, dass... Also nicht nur zum Weinen, sondern auch zum Lachen. Ja, verstehe. Aber wenn man halt... Ja, das verstehe ich schon. Ich würde dich gerne abschließend noch fragen, Jasmin, als dieser Prozess stattgefunden hat gegen den, ich nenne ihn mal Mörder deiner Mutter. Ja, genau. Da warst du dabei. Ja. Da hast du diesen Mann gesehen. Nein, ich habe durch einen Gutachter eine Diagnose bekommen, dass ich ihn nicht sehen kann. Ah ja, weil du das nicht ertragen hättest. Ja, hätte ich nicht ertragen. Hat dieser Mann denn, hat man dir das erzählt? Hat der Gerichtsverhandlung sich in irgendeiner Weise menschlich geäußert, dass er... Er hat es halt abgestritten. So hast du es gerade auch gesagt. Ja. Er hat vorgegeben, es hätte jemand anders gemacht. Ja. Mhm. Aber davon war das Gericht dann nicht so überzeugt. Nein, nicht. Gab es Fingerabdrücke auf diesem Messer von ihm? Gab es schon, aber wie ich schon sage, ich will da nicht jetzt so nie auf Gießener Recherchen eingehen. Also es war auf der Kippe, ich war Nebenklägerin, wäre fast nicht dazugekommen zu einer Verurteilung. Du bist von deiner Seite aber aus fest davon überzeugt, dass er es war und dass er sich nur irgendwie hat rausgeredet. Ja, klar. Warum war er dann auch danach direkt verschwunden? Ja, ganz genau. Zum Beispiel, wenn... Gut, Domian, ich freue mich, dass ich mal es geschafft habe, mein... Also, wenn es Post gibt und wenn Leute gerne mit dir Kontakt aufnehmen möchten, das stellen wir sehr gerne her, Jasmin. Wenn du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen willst, biete ich es dir gerne an. Ja, gerne. Okay, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute und für diese Woche von uns, von Domian, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Jetzt ist Pfingsten. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nächste Woche. Dann auch mit einer freien und offenen Themenrunde. Und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer. Und rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Pfingstwochenende. Ein sonniges Pfingstwochenende, auf das es euch gut geht. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Uhr.